Servus, der Marc von Pilsen Stübinischen. Bei mir ist die Liebe die einzigartige Anna. Ja. Aber wir sagen Anna zu dir. Genau. Anna, was heißt das da oben? Das ist der Name von meinem Verlobten. Okay. Wie heißt der dann? Jermaine Jeremy. Ja. Das klingt wie ein Monster. Aber nein, ist er nicht. Nein, das ist es nicht. Nein. Nein. Aber was für eine Sprache ist das? Kyrillisch oder was? Ja, genau, Kyrillisch. Cool. Und das schreibt man genau so. Genau. Cool. Aber, ja, nein, das kann man. Ja. Also ich glaube, wenn es jetzt ein deutscher Name wäre, wie meiner zum Beispiel, ja? Ist es dann Alison auch geschrieben? Oder wenn es, ach so, den Namen schreibt man schon normal, ja. Aber das war mit dem Tumatsch. Das meine ich, genau. Also das ist das, genau, ja. Das, das auf Kyrillisch schreiben lassen Dings. Genau. Damit es halt nicht so offensichtlich so plakativ ist. Und wenn es jetzt noch nichts wird mit der Verlobung, dann kannst du immer noch sagen... Forever Young, habe ich immer gesagt. Genau, oder sowas, ja. So, sehr schlau, sie ist schlau. Gut. Cool, danke für deine Ehrlichkeit. Alles gut. Und verlobt, wann wird dann geheiratet? Im Dezember. Dezember, dieses Jahr jetzt. Genau. Aber ich habe ja schon drüber geredet. Genau. Ich bin bewusst eine Winterhochzeit. Genau. Gut, da weiß man, dass es kalt ist. Ja. Aber ist gut, wobei es kann mittlerweile sein, dass es warm ist im Dezember. Also ich glaube, im Dezember, wo du wirklich... Jetzt weiß man gar nicht mehr. Wo man wirklich... Nein, Dezember noch nicht. Ich weiß, in München noch, in Bayern, wo ich noch gelebt habe, da gab es einen Dezember, da bin ich am 18. Dezember mit dem Motorrad in der normalen Jeans nach München gefahren. Da hatten wir, glaube ich, 19 Grad oder 18 Grad. Und ich glaube, hier in Wien erinnere ich mich auch, dass wir schon echt verdammt warme Dezember hatten. Ja, aber vor allem dieses Jahr. Im Sommer so mit 16 Grad und so scherzhaft. Ja, das ist genau. Also, wir werden sehen. Fritz Korn ist aber auch Zeit. Ja. Gut. Dann Arme überhängen lassen. Alles gut, was ist für. Ja, das ist, wie gesagt, mit 15 gemacht, viel zu kurz und auch nicht immer. Die dritte Wahl ist noch gescheit. Dass das Hand und Fuß hat und dann. So, einmal von Flügel gucken. Komm, ein näher zu dir. Ja. Sieht also, gut aus. Genau, oberer Punkt hier, unterer Punkt eben mittig in Narbe drin, schön gerade durch. Und die Narbe wird da kein Problem machen. So, gut. Ist ja quasi nicht da, das ist ja aber jedenfalls. Ja. Das ist gut, was wir hier bitte. Ja, alles gut, weil du sagst, deswegen dann fassen wir noch eine frische. Ja, ziehst du bitte runter. Alles gut. Glitzern? Ja, natürlich. Natürlich. In weiß mit zwei Steinchen oder in rosa oder in blau? In blau bitte. In blau, aber beide. Ja. Perfekt, also kriegst du eine Ablage. Und freu dich schon auf deine Hand. Ja. Was ist denn los? Ja. Da war ich auch sehr nervös davor, die sind so... Naja, ich bin nicht so der Hochzeitsmensch, aber er schon, deshalb... Deshalb... War es denn die Frau oder die Hochzeitsmensch? Nein, ich überhaupt nicht. Ja. So. Willst du weg tun? Ich glaube, das Haargel ist... Nein, das ist Snus. Ist der Tabak drin? Ja. Schnupftabak? Nein, das sind diese Nikotin-Pouches. Ah, das sind diese Pouches. Genau. Ah, das ist so voll in, oder? Ja, weiß ich nicht. Also viele machen es halt. Machst du es statt Rauchen oder? Ja, ich habe aufgehört vor einem Jahr, aber das ist jetzt geblieben. Ja gut, aber klar, wenn man hat dann besser als zu rauchen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Keine Frage. Vor allem der Geschmackssinn ist ja auch wieder zurück. Als Raucher schmeckt man schon anders, oder? Ja. Der alles dann schon, wenn man. Auf jeden Fall. Dann aufhört und dann ein, zwei Monaten. Genau. Sagst du, boah, das schmeckt ja eigentlich. Ja. Nach ein, zwei Monaten merkt man schon ziemlich. Und besser wieder? Ja. Ja. Ja, ich denke es mir eher. Ich rauche selten mal eine Zigarre, aber wenn danach was ist, schmeckt dann einfach nicht. Ja. Nicht gleich. Die machen Zigarren nicht als Nachtisch, also meistens ist es dann auch dann nichts mehr. Aber wenn du dann doch mal irgendwo einmal schmeckst, also komisch. Ja. Auch das Riechen ist ganz anders. Ja, denke ich mir. Das ist wirklich schlimm. Nicht gut zu rauchen.
Aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, also in der Jugend schon weniger wird. Also das ist mein Gefühl. Das auf jeden Fall. Jetzt dampfen halt viele. Ja, diese Rapes aber. Na gut, die gibt es ja auch mit Nikotin, ne? Ja, schon, aber das ist, ich finde, das kann man nicht vergleichen. Natürlich wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich sag, die sind natürlich nicht gut, aber. Also nicht kaum, aber ja. Zum Glück. Ich meine, ich habe fast 6 Jahre geraucht, also das ist schon. Ja, du, es ist viel, aber es ist auch nicht so schlimm. Es gibt ja Leute, die rauchen wirklich. Es gibt Leute, die rauchen seit 14 sind jetzt 60, gell? Oder ja. 12 und sind 60, also die rauchen. Rauchen ein ganzes Leben, das ist crazy. So. Locker bleiben. Der wollte dieses Tattoo eigentlich. Hast du überlegt, dass du das drauf oder hat er gesagt, wenn ich heirate, wenn das da hinkommt? Nein, das war meine Idee. Er wusste eigentlich gar nichts davon. Und eines Tages habe ich dann gesagt, okay, heute ist der Tag, heute mache ich mir das Tattoo. Bin tätowieren gegangen, ich bin zurückgekommen und ich habe es ihm gezeigt als Überraschung. Und dann hat er gefragt, was heißt das? Ja, er hat es mir am Anfang nicht geglaubt. Er glaubte nicht, dass es echt ist. Das hat ein bisschen geschockt. Ich habe eher ein TikTok-Video davon gepostet. Ziemlich viele Aufrufe, da haben sich auch sehr viele aufgeregt, aber was soll man machen? Also er hat geglaubt, es wäre nur hingemalt? Ja. Weil dann gleich mit dem Radierschein gekommen und sagt, ja, weil wir waren da essen und der hat mich angeschaut und hat gesagt, das kann nicht echt sein. Das verarscht mich. Das war's dann nicht. Ich so, nein. Das ist ein Commitment. Aber ich finde es schön, wenn man zu einer Sache committed ist. Und das ist doch gut. Was ist mit Spiegel einmal hier? Ja. Das ist sehr schön. Es ist blau, wie du wolltest. Und es ist schön, hoffentlich. Sehr schön sogar. Und diesmal nicht schief. Also das hätte man, ja, das war klar. Außer das schief geworden. Jetzt sag mal zu mir. Ja. Mega, wirklich echt, echt fein. Nein, das ist ja schön, das kann ich. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Lang genug, nicht schief, gerade alles. Ich bin sehr zufrieden. Danke dir. Ich erkläre mal ganz kurz nochmal die Pflege schnell. Mhm. Du weißt, Highway-Soßen sind nicht gerade optimal, weil natürlich, ne? Ja. Also versuch die nächsten Tage Lowways zu tragen. Mhm. Kleiner Röcke, was auch immer, aber dass das nicht draufdrückt. Und vor allem, okay, wenn du sitzt. Weil oft haben die Leute auch den Bund weiter unten, dann sitzen sie sich hin. Und dann haben sie auf einmal im Sitzen rutscht das ja alles hoch, dann drückt es dann auf die Bauchfalte drauf und das ist genau, was ich nicht will. Okay. Ich erkläre mal die Pflege kurz, du kennst sie wahrscheinlich eh noch, aber für alle, die im Video schauen, soll die nicht fehlen. Wir brauchen natürlich wie immer prompt den Spread and Gel bitte als Pflegeprodukte nehmen. Zuerst sprühst du den Bauchnabel schön ein, oben und unten. Nimm eine Küchenrolle und reinige mit der Küchenrolle bitte oben und unten das Piercing. Nimm keine Wattestäbchen, kein Klopapier, weil das fusselt. Genau. Und dann nehmen wir das Gel, davon einen Tropfen auf den Finger, oben unten drauf. Du bewegst es ein bisschen einmal hoch, runter, damit der Feuchtigkeitskanal kommt und du bist fertig. Okay. 3 Wochen machen wir das 2-mal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Okay, sehr. 6 Wochen am Stück. Sehr. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier, dann kontrollieren wir das, machen wir einen Schwung rein, weil der ist zu lang, der kommt dann eben raus. Okay. Weil der wird mit, dann wird irgendwann schief und entzündet sich auch irgendwann, wenn der Schmuck nicht gewechselt wird. Also bitte kommen. In 6 Wochen. Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Dann mal alles Gute für die Heilung. Und Dankeschön. Wir freuen uns. Wir sind, du weißt ja, du darfst Solarium, darfst bei Zauna 2 Wochen nicht besuchen. Mhm. Schwimmen gehen 2 Wochen auch nicht. Schlafen ganz normal, sein wie auf dem Bauch egal. Und Sport, Haare, Waschen, Duschen, abmorgen. Okay, sehr gut. Sehr gut. Danke euch fürs Zuschauen. Servus, ciao.